Ja, moin Leute. Ja, wir haben Mittwochmorgen. Ihr werdet mich wahrscheinlich im Moment gar nicht sehen. Hier ist es ziemlich duster. Ich sitze im Auto, mache mich jetzt auf den Weg auf die Arbeit. Ja, ich habe mir gedacht, ich filme mal auch in der Zeit, wo ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Ich fahre nicht an die Firma, sondern direkt an die Baustelle. Das ist für mich der kürzere Weg, deswegen haben wir gesagt, das soll ich so machen. So. Ich bin in den letzten Videos einmal gefragt worden, oder jetzt im letzten Video gefragt worden, was jetzt eigentlich mit meinen Flächen ist, weil ich mir jetzt nochmal zeige. Ja, ich weiß, das steht schon länger an, dass ich das machen wollte. Ich habe ja gesagt, das machen wir, wenn ich den Kramer mal zugelassen habe. Dann wird sich das anbieten. Da kann ich mit dem Kramer quasi eine Ortskontrollfahrt machen. Bezüglich des Kramers hat sich noch nichts getan und wegen der Flächen, wie gesagt, das habe ich jetzt gedacht, da warten wir gar, bis der fertig ist. Sonst macht das keinen Sinn. Ja, so viel dazu. Zum Thema Modellbau noch einmal. Freut mich, dass es euch so gut gefallen hat. Hätte ich noch ein Thema, was ich ansprechen wollte. Und zwar ist es jetzt in letzter Zeit vermehrt vorgekommen, dass mein Telefon abends privat klingelt, mein Festnetztelefon. Und ich finde es ja schön und gut, wenn ihr meine Nummer gefunden habt. Aber ihr wisst hoffentlich schon, dass ich noch ein bisschen Privatsphäre auch haben will. Vor allem, wenn ich abends um kurz vor 10 noch vor dem Computer sitze und noch ein wenig was erledigen durfte. Wenn dann das Telefon schellt, ich kann das nicht haben, wenn keiner mit mir sprechen will, sondern wenn irgendwelche Scherzanrufe kommen, dann war ich sauer. Dann lassen wir das Thema YouTube bleiben. Wenn da ein paar so Knallköpfe meinen, die müssen da abends anrufen, weil ich finde das nicht in Ordnung. Das ist meine private Telefonnummer und es gibt Leute, die gehen abends dann auch ins Bett. Und wenn dann mitten in der Nacht das Telefon klingelt und man schreckt aus dem Schlaf, ganz ehrlich, das kann ich auch nicht haben. Also unterlasst es bitte, weil sonst war ich sauer. Ja, das wollte ich noch gesagt haben. Ja, ansonsten gibt es nichts Neues. Ackerbaulich geht es bei uns ja nichts weiter im Moment. Wir müssen, wie gesagt, bloß ackern und fräsen für die Kartoffeln. Und die Kartoffeln werden dann auf Ende April, Anfang Mai gesteckt. Donnerstagabend.
Ja, morgen kommt ja schon wieder das Video. Hast so schnell geht's. Jo, ich bin heute runter zu meinen Schweinchen gekommen abends und jetzt habe ich festgestellt, wir haben ein kleines Problem. Und zwar ist mein Zaun kaputt. Ist noch nicht ganz durchgerissen, aber die haben Dreck draufgeschoben gehabt und scheinbar eine von den Dachziegeln. Ja, und das ist das Endresultat, der ist zwar noch zusammen. Schön ist es aber nicht mehr, auf Spannung war er auch nicht mehr richtig. Durchgefetzt. Tja, jetzt tausche ich halt diesen Strang hier aus. Es war zwar eigentlich ein durchgehender, aber ich habe jetzt da hinten schon angeknotet. Und den befestige ich dann da hüben neu und dann passt es auch wieder. Ja, müssen wir halt immer schnell austauschen. Sowas kann passieren. Das ist das kaputte Stück. So, und um die Verbindung wieder sauber herzustellen, verbinde ich jetzt einfach noch die zwei. Dann habe ich wieder Stromweiterleitung und kann mich darauf verlassen, da ist Saft drauf. Auf dass die Schweinchen auch gleich wissen, wenn sie noch gehen. Ups, nicht gut. Ja, das sind zwei riesige Knoten, aber... Dafür hält das Ganze. So. Ja, mit dem Reparieren ist ja Gott sei Dank kein Problem. Ich habe ja noch eine ganze Menge von dem Spanndraht da, beziehungsweise von der Umkante übrig. Eine 400 Meter Rolle habe ich bestellt, da war genug übrig geblieben. Und dann passt es. So, und nachdem die zwei Herrschaften da jetzt auch Hunger haben, naja, sollen sie Ration kriegen, dass sie die Klappe halten. Heute gibt es Kartoffeln. Was magst du da denn? Nimm halt dein Goschen du weg. So. Guten. Tja, die Domsig sitzt gütlich, die Hühner hinten haben auch gekriegt. Und dann passt die Sache hier unten wieder. So muss das. Besser geht's nicht. Jetzt geht's zum Leo. Kriegt er auch ein frisches Wasser und ein Futter. Und dann noch zu der Emmaninde. Da muss ich den Mist heute noch verfahren, dass frei wird. Und dann haben wir es wieder.
Ja, jetzt geht es noch ans Mistverfahren. Ja, mit dem pünktlich um 6 Uhr Abendessen, das funktioniert natürlich jetzt nicht mehr. Ist einfach so, ich habe meine Arbeit im Stall und ja, wenn ich von der Arbeit heimkomme und mich erst umziehe und dann direkt rausgehe und trotzdem nicht fertig bin, dann ist es halt einfach so. Ja, deswegen, ich habe ja schon lange gesagt, das mit dem pünktlich um 6 Uhr Abendessen, das nervt mich. Und ja, jetzt ist es einfach so, wie es ist. Ich mache jetzt mal Arbeit und nach der Arbeit dann das Vergnügen. In diesem Sinne, legen wir mal los, dass mal eine Lore wegkommt. Dann habe ich noch ein bisschen was, was auf die Lore draufkommt, aber das kann stehen bleiben bis zum nächsten Ausleeren.
Thank you.
Ja, zum Kramen weiß ich leider immer noch nichts Neues. Ist immer noch kein Brief vom KBA gekommen. Tja, auf Anfrage. Ja, wir haben ihnen ja gesagt, das kann länger dauern. Ja, scheiß Dreck war's. Jetzt muss man halt wieder warten, ne? 2 Wochen rum. Waren ja am Freitag schon rum. Jetzt ist mittlerweile die 3. Woche rum und ich habe noch nichts gehört. Oder fast rum. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauert. Bis ich von denen nochmal Bescheid kriege, dass ich jetzt den blöden Bulldog endlich zulassen kann. Weiglich wahr. Irgendwann nervt's. Ich gehe jetzt mal in den Stall. Mach den gar fertig. Und beim Wasser auffüllen, das müssen wir nämlich auch mitmachen, habe ich da noch was Kleines zu sagen für euch. Und zwar bin ich jetzt wieder gefragt worden, wie schaut es jetzt eigentlich aus, was machst du ackerbaulich jetzt? Geht es da jetzt bald bei dir los oder was machst du? Ich bin da schon ein paar Mal drauf eingegangen. Ackerbautechnisch ist es so, im Moment ist gar nichts weiter zu tun. Es geht einmal um die Fläche, die ich da in Betzberg draußen habe. Die habe ich noch nicht. Die kriege ich im Herbst wieder, beziehungsweise im neuen Jahr. Da ist aktuell Stilllegung drauf, was anders hat er nicht reingekriegt, weil es dann zu trocken war. Ist nichts anderes gegangen. Stilllegungsfläche, an die komme ich auch nicht dran. Die ist so gemeldet. So lange muss ich jetzt warten. Die anderen Flächen, das eine ist ja was, was wir angebaut haben auf der Fläche. Da wird nichts mehr dran gemacht. Kunstung, Spritzmittel und dergleichen brauchen wir nicht. Wir haben im Herbst Mist drauf gefahren und das reicht auf diesem Boden. Ja, und das andere sind alles nur Grünflächen. Ich habe nur 2 Felder, mehr sind es nicht. Und ja, auf die Grünflächen zwecks Wiese abschleppen, das wird noch ein bisschen dauern. Momentan ist der Boden einfach noch zu feucht. Wenn ich da reinfahre, mache ich mehr Flurschaden als was anderes. So viel zum Thema Volksbegehren Artenvielfalt auch nochmal. Bis 15. März soll, ja, wie gesagt, wenn der Boden so nass ist, brauche ich nicht mit der Schleppe da drin rumfahren, dann mache ich mir mehr Schaden, als dass ich Nutzen davon habe. Ja, so viel auf alle Fälle dazu, deswegen ist da dann noch nichts weiter passiert. Und deswegen ruht es jetzt im Endeffekt alles ein bisschen. Ja, so viel dann auf alle Fälle wieder zum aktuellen Video. Das ist jetzt das, was halt so passiert ist. Und mehr gibt es jetzt aktuell nicht zu sehen. Das ist, wie gesagt, jetzt nicht so viel zu machen. Deswegen ruht das Ganze jetzt alles ein bisschen. Deswegen sind die Videos vielleicht auch ein bisschen kürzer und nicht so lang. Warten wir mal noch 2-3 Wochen, dann wird es richtig losgehen. Dann geht es ins Grünland rein mit dem Abschleppen. Und ja, maschinentechnisch ist ja auch noch ein bisschen was zu erledigen. Muss man halt die Zeit dazu haben. Ich habe jetzt gerade die Arbeit angefangen. Ich kann jetzt schlecht hergehen und kann sagen, ich brauche jetzt erst einmal Urlaub. Ne? Das macht sich, glaube ich, nicht so gut beim neuen Arbeitgeber. Auf alle Fälle. Ja, das war's für dieses Video. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Wir sehen uns. Servus, euer Michel.